Willkommen zum Short Review Review. In Battle Beasts My Beasts stelle ich euch kurz eine Battle Beast Figur aus meiner Sammlung vor. Diesmal Prickly Porcupine, die 19. Figur aus der ersten Toyline Serie von 1986. Sie stammt aus dem japanischen Hause Takara Tomy bzw. wurde von Hasbro weltweit vertrieben. Worum geht es eigentlich in Battle Beasts? Hier der damalige coole Werbetrailer. Battle Beasts Wool Fire! Fire burnt wood! Battle Beasts Fire! Water! Water put out fire! Battle Beasts Water! Wood! Wood beats water! Battle Beasts Battle for the fun of it! Just activate their battle badges. I got fire! I got water! Water beats fire! Battle Beasts Wood! Fire! Fire beats wood! Battle Beasts can grow into an army! Collect all 84! Battle Beasts! Battle Beasts funktionieren nach dem Schere-Stein-Papier-Prinzip. In diesem Sinne, Feuer schlägt Holz, Holz schlägt Wasser und Wasser schlägt Feuer. Während Hasbro die Beasts namenlos ließ, erhielten sie in Japan einen Hintergrund und wurden ins Transformers G1-Universum integriert. Deshalb wird auch von Beastformers gesprochen. Prickly Porcupine, direkt übersetzt stacheliges Stachelschwein, ist König von Hogland im Kontinent North Snarl und gehört zu den Guten, den Autobots. Er dient als Special Forces-Kämpfer für Pirate Leo. In Japan heißt er Hedgehog, was Igel bedeutet. Angemerkt sei, Igel sind nicht wirklich in Asien heimisch, dagegen das Stachelschwein schon. Aus diesem Grund kann es sein, dass dadurch Hedgehog für Japan beides umfasst. Was für ein wunderbarer stacheliger Kampfanzug, dazu in passenden Erdtonfarben. Der rote Gürtel hebt die Figur irgendwie hervor. Ich mag den entschlossenen Blick im Gesicht mit den leicht roten Augen. Seine Hinterkopfstacheln sind herrlich symmetrisch. So muss es sein. Die Waffe ist ein dreizackiger Speer mit seitlichen Stacheln. Genau richtig für einen Jäger. Sein Rubbelsymbol gibt ihm die Stärke. Schade. Es fehlt. Leider ist es manchmal so. Mit ihm wurde halt gespielt, wodurch auch einige Stachel Abnutzung vorweisen. Aber welche Stärke würde zu ihm passen? Ich denke Holz, weil er sich den Wald und das Unterholz für den Kampf zunutze macht. Das war Prickly Porcupine aus meiner Battle Beast Sammlung. Danke fürs Zuschauen. Freue mich über Likes, ein Abo und kommentiert gerne. Bis bald!